In Hollywood läuft nicht alles wie geplant und manchmal werden Filme einfach nicht fertig. Das hat zur Folge, dass Trilogien und Franchises, die einst eine glänzende Zukunft hatten, vor ihrer Zeit abgewürgt werden können. Hier sind die Filmtrilogien, die, aus welchen Gründen auch immer, nie das Licht der Welt erblicken werden. Comicfilme erlebten Anfang der 2000er Jahre einen wahren Höhenflug, als unzählige Studios obskuren Comicfiguren die Chance gaben, in der Hoffnung, daraus Geld zu gewinnen. So schnellten die Herzen der Fans in die Höhe, als der Geek-Gott Guillermo del Toro eine Adaption von Mike Mignolas Dark Horse-Comicreihe Hellboy übernahm. Del Toro bewies schnell seine Glaubwürdigkeit als Fanboy, als er sich entschied, keinen Hauptdarsteller der A-Liste zu casten. Stattdessen engagierte er Ron Perlman, der jedermanns liebsten zigarrenrauchenden, monsterjagenden und waffenschwingenden Halbdämon spielte. Auch die Kritiker waren von Hellboy begeistert und gaben ihm 31% auf dem Tomatometer. Doch seine 59 Millionen Dollar im Inland und 99 Millionen Dollar weltweit schreckten die Revolution Studios ab. Universal holte sich also die Rechte und gab grünes Licht für Hellboy 2, die Goldene Armee. Dieser Schritt zahlte sich aus, denn der Film erhielt noch bessere Kritiken und weltweit 168 Millionen Dollar Umsatz. Leider hatte Hellboy 2 das Pech, eine Woche vor der Premiere von The Dark Knight zu starten und die Verkaufszahlen fielen am zweiten Wochenende des Films um unglaubliche 70%. Während Del Toro hoffte, die Trilogie zu vollenden, wusste er, dass sein Budget von 120 Millionen Dollar für einen endgültigen Film nur schwer zu realisieren war. Schließlich twitterte Del Toro 2017, dass Hellboy 3 zu 100% nicht stattfinden würde. Lionsgate startete die Reihe 2019 mit Neil Marshall als Regisseur und David Harbour als den großen Roten neu. Aber Kinobesucher und Fans sagten zum Teufel nein zum neuen Hellboy, der ein großes Desaster in den Kinokassen erlebte. Not this crap again, lady. Um es ganz einfach auszudrücken, Spider-Man ist ziemlich beliebt. Der beliebteste Fassadenkletterer der Welt brach den Rekord am Eröffnungswochenende zweimal im Alleingang und dann noch zweimal mit den Avengers. Der erste Spider-Man schickte die Comicfilm-Renaissance im Jahr 2002 auf Hochtouren, als er der erste Film wurde, der an einem einzigen Wochenende mehr als 100 Millionen Dollar verdiente. Spider-Man 2 setzte den Trend fort und während Spider-Man 3 die erste Reihe mit einem Wimmern beendete, brachten die Sam Raimi Spider-Man-Filme weltweit dennoch mehr als 2,5 Milliarden Dollar ein. How's the pie? So good. 8 Jahre später startete Sony die Reihe für The Amazing Spider-Man von 2012 neu. Diesmal mit Andrew Garfield im Anzug und Mark Webb auf dem Regiestuhl. Die Ergebnisse an den Kinokassen waren solide und die Kritiken waren stark, sodass Sony natürlich schon vor der Veröffentlichung einer Fortsetzung völlig aus der Spur geriet. Das Studio kündigte einen dritten und vierten Film an, sowie Spin-offs für die Sinister Six und Venom, die effektiv ein Spidey Cinematic Universe eröffnen würden. The Amazing Spider-Man 2 kam 2014 auf den Markt, doch obwohl er anständige Einspielergebnisse erzielte, deuteten die schrecklichen Kritiken darauf hin, dass Spidey in die falsche Richtung ging. Glücklicherweise schaltete sich Disney ein und brachte den Netzspinner zurück auf seinen rekordverdächtigen Weg im MCU, während Sony mit Venom riesige Erfolge erzielte und mit Spider-Man A New Universe einen Oscar gewann. Doch während Spider-Man heute so populär ist wie eh und je, ist Amazing Spider-Man 3 schon lange abgeschrieben. Tron war schon immer ein schwieriger Fall für ein Blockbuster-Franchise. Der Originalfilm ist 1982 gefloppt und brachte nur 26 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, hat aber in den 30 Jahren seither genug Kultstatus erlangt, um 200 Millionen Dollar für eine Fortsetzung zu erhalten und sie während der Ferienzeit zu veröffentlichen. Aber Tron Legacy schnitt sowohl kritisch als auch kommerziell schlecht ab und verdiente 172 Millionen Dollar im Inland und 400 Millionen Dollar weltweit. Diese Verkaufszahlen sind nicht schrecklich, vor allem wenn man das Alter des Franchises bedenkt, doch bei einem so hohen Budget erkannte Disney, dass sein Geld anderswo besser angelegt war. Bemerkenswert ist, dass die Firma nur 2 Jahre vor der Veröffentlichung von Tron Legacy mit dem Marvel Cinematic Universe begonnen hatte. Noch bevor Tron Legacy überhaupt veröffentlicht wurde, arbeiteten die Drehbuchautoren des Films bereits an einem Drehbuch für einen dritten Film. Aber nach den schlechten Verkaufsergebnissen der Fortsetzung waren die Chancen, dass Tron 3 jemals auf die Leinwand kommen würde, ziemlich gering. Schließlich gab Disney 2015 offiziell bekannt, dass es einen Tron 3 nicht mehr geben wird. Der Regisseur von Tron Legacy, Joseph Kosinski, hegt jedoch Hoffnung und glaubt, dass es bei Disney Tron-Fans gibt, die eine Fortsetzung möglich machen würden. Das Alien-Franchise ist eine klassische Filmreihe, die, um ehrlich zu sein, nur bei den beiden Filmen hätte bleiben sollen. Ridley Scott drehte mit Alien von 1979 einen der größten Horrorfilme aller Zeiten, während James Cameron mit Aliens von 1986 einen der größten Actionfilme aller Zeiten schuf. Obwohl Alien 3 in den letzten Jahren neu bewertet wurde, zwang die Einmischung des Studios den Regisseur David Fincher dazu, den Film zu verleugnen, der im Vergleich zu seinen klassischen Vorgängern unterdurchschnittlich abschnitt. Je weniger über Alien die Wiedergeburt gesprochen
gegessen wird, desto besser. Aber einen guten Xenomorph kann man nicht einfach zurückhalten. Im Jahr 2012 kehrte Ridley Scott nach 33 Jahren auf den Regiestuhl zurück, um den mit Spannung erwarteten Alien-Prequel Prometheus zu inszenieren. Der Film erhielt mittelmäßige Kritiken und verdiente weltweit durchschnittliche $402 Millionen. Trotz der lauwarmen Publikumsreaktion hatte Scott jedoch das Selbstvertrauen, seine Pläne für 3 Prometheus-Fortsetzungen bekannt zu geben. Doch während Alien Covenant, vor allem dank seines relativ geringen Budgets, einen ordentlichen Gewinn erzielte, musste er im Vergleich zum Vorgänger einen steilen Rückgang der positiven Kritiken hinnehmen. Obwohl Ridley Scott und seine Besetzung angeblich weiterhin an Bord für eine Fortsetzung mit dem Titel Alien Awakening sein sollen, wurde der dritte Film vor dem $71 Milliarden schweren Kauf von Fox durch Disney freigegeben. Während Disney sicherlich nach wie vor Geld im Alien-Franchise sieht, ist es unwahrscheinlich, dass das Studio angesichts der rückläufigen Einnahmen von Covenant besonders zuversichtlich für einen dritten Film ist. Wenn man vor 20 Jahren behauptet hätte, dass ein Film mit Iron Man, Thor und Hawkeye mehr Geld einbringen würde als ein Film mit Batman, Superman und Wonder Woman, hätte die Welt einen für verrückt erklärt. Wie kam es also dazu? Nun, viele Faktoren spielen eine Rolle. Doch die schockierende Fehlleistung des DCEU ist vor allem Zack Snyder zur Last gefallen. Snyder bekam die Zügel des DCEU in die Hand, nachdem Man of Steel bei seiner Veröffentlichung relativ gut abgeschnitten hatte. Und auch, weil Christopher Nolan wahrscheinlich nicht interessiert war. Trotz der Enttäuschung der Fans über Man of Steel und Batman wie Superman, Dawn of Justice verdienten beide Geld, vor allem weil sie die beliebtesten Superhelden aller Zeiten präsentierten. Leider blieb Snyders Justice League am Ende ohne Erfolg und verdiente einen relativ geringen Betrag an den Kinokassen, wenn man die kultige Heldenauswahl des Films bedenkt. Wo wäre Snyder also mit der Reihe hingekommen, wenn die Dinge anders gelaufen wären? Laut Kevin Smith wären in den beiden Fortsetzungen der Justice League das Green Lantern Corps und Darkseid zu sehen gewesen. Während Snyder Cut für HBO Max im Gespräch sein könnte, kann man ziemlich sicher sein, dass Warner Bros. In absehbarer Zeit kein Geld für eine Fortsetzung ausgeben wird. Fantastic Four haben eine schwere Zeit an den Kinokassen hinter sich. Angefangen mit einem Film von 1994, der so schlecht ist, dass er nicht einmal veröffentlicht wurde. Im Jahr 2005 setzte sich der Trend fort, als Fantastic Four einen grauenhaften Tomatometerwert von 27% erreichte. Der helle Ton des Films hob sich jedoch von den in jedem Sommer veröffentlichten Schwarzmalereifilmen ab, sodass er an den Kinokassen einen ordentlichen Gewinn erzielte. $154 Millionen im Inland und $333 Millionen weltweit. Selbstverständlich hat Fantastic Four Rise of the Silver Surfer bei den Kritikern ähnlich schlecht abgeschnitten, aber diesmal floppte der Film auch an den Kinokassen. Während alle 5 Hauptdarsteller einen Vertrag über 3 Filme unterschrieben, gab ein 13%iger Einbruch an den Kinokassen mit einem um 25% höheren Budget den Verantwortlichen bei Fox Anlass zum Nachdenken. Die Hoffnungen der Fans, die der Film hinterlassen hatte, wurden alle zunichte gemacht, als Chris Evans sagte, dass ein dritter Film wahrscheinlich nicht zustande käme. Doch obwohl diese Trilogie dem Untergang geweiht war, versuchte Fox 2015 einen Neustart der Reihe. Diesmal mit einem dunkleren Ton, der völlig daneben lag, was zu den bisher schlechtesten Kritiken und Einspielergebnissen führte. Der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige, hat kürzlich über das MCU-Debüt der Fantastic Four gesprochen und es bleibt zu hoffen, dass das Team endlich die Leinwandpremiere bekommt, die es verdient. Im Jahr 2012 brachte Disney einen der größten Flops aller Zeiten heraus, John Carter. Basierend auf der 100 Jahre alten Buchreihe von Edgar Rice Burroughs handelt John Carter von einem Bürgerkriegsveteran, der nach Bazoom alias Mars transportiert wird, wo er in den Kampf zwischen den Tharks und den Red Martians verwickelt wird. Hört sich das nicht etwas weit hergeholt an? Nun, Disney war anderer Meinung. Die Firma gab astronomische $250 Millionen für den Film aus. Laut einigen Berichten sogar bis zu $300 Millionen, was ihn zum teuersten Originalfilm aller Zeiten macht. Am Ende verdiente John Carter nur $73 Millionen im Inland und $284 Millionen weltweit. Schwache Zahlen für einen Film mit einem bescheidenen Budget, aber absolut verheerend für einen Film, der mehr als $250 Millionen kostet. Ohne den Rekordlauf von The Avengers im Sommer 2012 hätte John Carters Misserfolg die Live-Action-Filmsparte von Disney für immer zunichte gemacht. Mittlerweile hat der Regisseur Andrew Stanton verraten, dass es Pläne für eine Trilogie gab, wobei die nächsten beiden Filme bereits Titel und Handlungen hatten, die auf Burroughs Büchern basieren. Der totale Zusammenbruch von John Carter hat diese Träume offensichtlich zunichte gemacht. Allerdings hat der Nachlass von Edgar Rice Burroughs 2014 die Rechte wieder erlangt, in der Hoffnung, die Figur wieder auf die Leinwand zu bringen. Während Leonardo DiCaprio seine Rolle in einem James Cameron-Rekordbrecher fortsetzte und Filme mit Steven Spielberg und Martin Scorsese drehte, drehte Sam Worthington nach Avatar den Film Kampf der Titanen. Hey, vielleicht schien das damals eine gute Idee zu sein.
Als Remake von Ray Harryhausens All-Star-Klassiker aus dem Jahr 1981 hatte Kampf der Titanen 2010 zudem eine erstklassige Besetzung mit Ralph Fiennes, Liam Neeson und einer CGI-Krake. Die Kritiken waren brutal, der Film brachte jedoch genug Geld ein, um Immobilien auf den Olymp zu kaufen. Die Fortsetzung Zorn der Titanen schnitt bei den Kritikern genauso schlecht ab, beim Publikum jedoch noch viel schlechter und erzielte an den Kinokassen nur mäßige Einnahmen. Warner Bros. Plante bereits einen dritten Titans-Film. Aber der steile 40%ige Rückgang der Fortsetzung ließ die Anzugträger innehalten. Bis 2013 erklärte der Produzent des Films Titans 3 für tot, es sei denn, es gäbe frische Ideen. Wobei man meinen könnte, dass die gesamte Spanne der griechischen Mythologie zumindest ein paar davon geliefert hätte. Und während Worthingtons spätere Karriere anschließend eine Enttäuschung war, kann er sich zumindest jetzt darauf freuen, noch mehr Avatar zu drehen. Independence Day war eine der wegweisenden Sommerfilme der 1990er Jahre. Er sprengte im Sommer 1996 die Kinokassen und wurde zum erfolgreichsten Film des Jahres. Wenn ein Film so viel Geld einbringt, vor allem mit einem bescheidenen Budget, dann bedeutet das in der Regel Fortsetzungen. Und zwar viele. Aber auf dem Weg in den Weltraum passierte etwas Komisches. Sommer für Sommer kamen und gingen große Filme, aber eine Fortsetzung des Independence Day kam nie zustande. 2015 war jedoch das Jahr der Nostalgie, also dachte sich Fox, Independence Day Wiederkehr würde die nächste Blockbuster-Fortsetzung sein, die den Sommer beherrschen würde. Junge, lagen sie da falsch. Es gab ein paar Probleme. Erstens war in Wiederkehr nicht der Originalstar Will Smith zu sehen, der sich gegen eine Rückkehr entschied und seine Figur töten ließ. Zweitens war der Film nicht nur schlecht, er war auch ziemlich albern. Wait a minute, wait, you can't go. Who's gonna water the organs? Who's gonna make sure you put your pants on? Folglich hat Independence Day Wiederkehr mit einem alarmierenden Rückgang von 53% gegenüber dem Original ernsthaft enttäuscht. Ein Rückgang der Zahlen, der angesichts des 20-jährigen Unterschieds in der Ticketpreisinflation noch erschreckender erscheint. Offensichtlich hatten die Kinobesucher die Reihe hinter sich. Wenn man bedenkt, dass Produzent Dean Devlin ebenfalls damit fertig ist und dass die Fusion von Disney und Fox die gesamte Produktpalette von Fox durcheinander gebracht hat, kann man sicher darauf wetten, dass es in Zukunft keinen dritten Independence Day geben wird. Hier geht es zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen.